Der sprechende Papagei hat Lalilu gute Nachrichten gebracht. Prinzessin Jasmine ist schwanger. Ganz Agrabha gratuliert ihr. Diese Puppe wird bald eine Prinzessin sein. Sie hat schon die Stoffe für ihr Outfit mitgebracht. Nähe jedes Hosenbein zusammen. Forme dabei die passende Form. Füge ein Oberteil mit offenen Schultern hinzu. Dekoriere den Look mit Strasssteinen. Dekoriere den Hals mit einem goldenen Halsband. Die besten Stylisten haben Dekorationen für Jasmines Haare mitgebracht. Dekoriere das Haarband mit einem blauen Saphir in der Mitte. Mit solchen Schuhen kann man durch die ganze Wüste laufen. Jasmine ist so hübsch. Viele Männer haben versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber Jasmines Herz gehört nur Aladdin. Falte ein Putztuch in der Mitte. Schneide ein Stück ab und nähe den Rand zu. Lasse dabei eine Lasche übrig. Die Tasche wird einen langen Schultergurt haben. Sogar Prinzessinnen passen auf ihre Tasche auf, wenn sie zum Markt gehen. Jasmine kauft Obst. Trauben, Wassermelone, Pfirsiche, Beeren und so viel Gemüse. Es ist unmöglich, den Markt mit leeren Händen zu verlassen. Man kann nicht ohne eine Einkaufsliste zum Markt gehen. Vor allem, wenn es so schöne Stoffe und Edelsteine gibt. Hey, hübsches Mädchen, möchtest du etwas Obst kaufen? Ich habe das Beste in der ganzen Stadt. Nein, ich habe das Beste in der Stadt. Ich kann dir den größten Rabatt geben. Jasmine denkt darüber nach, was sie aussuchen soll, als auf einmal Aladdin auftauchte. Dieser Markt ist wie sein Zuhause. Sie sind so froh, sich zu sehen. Ein Kuss, etwas Magie und bald werden sie Eltern. Verwandeln wir Ken in einen Djinn. Entferne die Haare. Mache dir keine Sorgen, Djinns steht die Glatze richtig gut. Male den Kopf und den Körper mit blauer Acrylfarbe an. Unser Schönheitssalon hat einen neuen Service. Augenbrauenkorrektur für Djinns. Wir bieten auch eine große Auswahl an djinn-zentrierten Behandlungen an. Permanentes Lippen-Make-up, Zahnaufhellung und sogar Bartverlängerungen. Unser Djinn-Friseursalon bietet auch Haarstyling an. Wir können einen eleganten Pferdeschwanz aus Satinfäden kreieren und ihn mit goldenen Haargummis dekorieren. Dieser Look passt total zu dieser Jahreszeit. Wir müssen dem Bart nur etwas mehr Länge hinzufügen und ihn stylen. Schneide zwei Teile für den Schwanz aus. Nähe sie zusammen und befestige einen roten Gürtel. Der magische Nebel ist verschwunden und der Schwanz ist voll mit Füllmaterial. Wir müssen den Schwanz nur noch am Körper befestigen. Er trägt auch eine goldene Kette. Befestige am Gürtel auch ein paar Ketten. Der mächtige Djinn war viele Jahrhunderte lang ein Sklave der Lampe. Ich sehe beeindruckend aus, nicht wahr? Und ich kann verschiedene Stile ausprobieren. Ich kann meinen Schwanz sogar in ein paar menschliche Beine, die eine Haarenshose tragen, verwandeln. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich kann reisen wie ein Sterblicher. Ich schnipse mit den Fingern und bin schon auf Hawaii. Das ist pure Magie. Gehen wir weiter. Ups, ein wilder Wald. Mein GPS funktioniert nicht richtig. Jasmine wird bald eine hübsche Tochter bekommen. Verleihen wir dem Baby dickes, dunkles Haar. Schneide ein Satinband in Streifen. Verschließe den Rand und löse die Fäden. Wir haben Haarverlängerungen hergestellt. Klebe sie nacheinander mit Heißkleber fest. Befestige den Pferdeschwanz mit mehreren Haargummis. Kürze dann den Rand. Entwerfe einen kitschigen Tiger-Overall aus orangenem Stoff. Umrande die Puppe und stelle zwei Teile her. Nähe den Stoff an den Linien entlang zu. Die Anprobe lief echt gut. Stelle einen Schwanz aus Pfeifenreiniger her. Füge ein Tigermuster hinzu.
Male den Bauch weiß an. Der Schwanz hat eine weiße Quaste. Stelle einen Haarreifen aus flexiblem Draht und zwei Paar Ohren her. Und befestige die Ohren am Kopf. Wenn ich groß bin, will ich so tapfer wie Roger sein. Zeichne einen Zaun auf die Rückseite von glitzerndem Schaumpapier. Schneide das Stück aus. Befestige den Zaun mit einem Schaumpapierstreifen. Klebe eine runde Unterseite fest. Lege den Laufstall auf die Basis. Das Baby sollte es bequem darin haben. Der Wunsch des Babys sollte der königlichen Familie ein Befehl sein. Wenn das Baby einen goldenen Laufstall für unterwegs mit einem Spielzeugschloss haben möchte, wie kann man dann Nein sagen? Und das ist kein Problem für einen Djinn. Das Babymädchen gewöhnt sich an ihren neuen Laufstall. Ups, wer hat die magische Wunderlampe bei den Spielzeugen gelassen? Und der Djinn kommt gerade rechtzeitig. Er liebt das Baby und ist bereit, den ganzen Tag lang mit ihm zu spielen. Lasst uns fliegen! Wenn du groß bist, kannst du selbst auf einem fliegenden Teppich fliegen. Vielleicht möchtest du einen pinken Elefanten? Er kann dich einfach so hochheben, als wärst du ein Berg aus Bananen. Möchtest du Olafs Witze hören? Ein Schneemann in Agrabah, kannst du dir das vorstellen? Wenn du einen Welpen haben möchtest, der zu deinem Tiger passt, dann sag es mir. Vielleicht möchte meine Prinzessin weg von der Sonne und in Hades unterirdischem Labyrinth entspannen. Die beiden haben so viel Spaß. Der Djinn sollte einen Teilzeitjob als Babysitter suchen. Schneide zwei Teile aus dickem Karton aus, um daraus ein Bett herzustellen. Umrande sie dann auf glitzerndem Schaumpapier und bedecke die zwei Teile von beiden Seiten damit. Trage Heißkleber auf und befestige den Rahmen. Stelle das Geländer aus Kaffeeröhrstäbchen her, um das Baby zu schützen. Befestige es an den Seiten und male es mit goldener Farbe an. Bedecke ein Stück Schaumgummi mit Stoff, welches ein goldenes Muster hat. Die Matratze ist fertig. Hänge Quasten in verschiedenen Farben an das Geländer. Dekoriere die Bettseiten mit Metallelefanten. Wir haben ein Märchenbaldachin aus glitzerndem Tüll hergestellt. Nähe den Netzstoff so zu und befestige den Baldachin. Fülle ihn mit flauschigen Bommeln. Das Baby liebt seine neue Krippe. Es hat nur süße Träume darin. Jasmine möchte ihrer Tochter Märchen vorlesen. Du kannst nicht schlafen, meine Prinzessin? Ich kann dir eine interessante Geschichte erzählen. Die Zeit verging wie im Fluge und Mama hat das schlafende Baby in die Wiege gelegt. Machen wir diesen Teppich flugbereit. Schneide zwei rechteckige Stücke aus lilanem Schaumpapier aus. Biege Blumendraht, um einen Rahmen zu erhalten. Fülle alles mit Heißkleber aus. Befestige eine weitere Schicht Schaumpapier obendrauf. Falte ein goldenes Band und binde es zu schönen Quasten. Dekoriere den Rand damit. Zeichne so ein Design auf die Teppichmitte. Wiederhole die Zeichnung auch auf der Rückseite. Bedecke eine Flasche Deo-Spray mit Füllmaterial. Der Teppich schwebt auf einer flauschigen Wolke. Biege einen flexiblen Draht, um daraus einen Kinderwagengriff zu machen. Bedecke ihn mit glitzerndem Schaumpapier. Der neue Kinderwagen ist so weich und bequem. Und die Mama hat es nicht so schwer. Der Teppich schaukelt das Baby vorsichtig auf der Wolke. Stelle Regale für das Kinderzimmer her. Zeichne Skizzen des Schlosses auf Alufolie mit holographischen Sternen. Schneide rechteckige Teile aus glitzerndem Schaumpapier aus. Stelle viele glitzernde Teile her. Stelle Turmkuppeln daraus her. Wir brauchen nur drei Stück.
Bedecke die Verbindungsstellen mit silbernem Schaumpapier. Schneide viele Regale aus. Sieht nach genug Platz aus. Dekoriere ein Regal mit Strasssteinstreifen. Dekoriere das andere mit Fußabdrücken. Die ganzen Regale sind voll mit Spielzeugen. Dem Baby ist nie langweilig, da es so viele Spielzeuge zum Spielen hat. Die Mama und die Tochter lieben es, zusammen zu spielen. Zuerst können sie Softball spielen. Und Jasmine kann das Lieblingsspielzeug des Babys runterholen, falls es noch nicht drankommt. Ein blaues Nilpferd und eine pinke Katze sind die Lieblingsspielzeuge der Prinzessin. Gib unserem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine weiteren Videos von uns mehr verpasst.